Jo Leute, was geht? Euer Eisgame wieder am Start mit dem MC4 Gameplay. Und ja, ich habe heute ein Thema wieder. Es ist nur 5 Minuten, also fasse ich mich kurz. Ich muss sowieso gedacht, dass ich jetzt Gameplay so mit 5-4 Minuten halt, dass ich einfach mehr Thema einbringe schnell und dass es kurze und interessante Videos sind. Lasst mal einen Kommentar da, ob euch das gefallen würde. Auf jeden Fall. Was ich noch kurz sagen wollte wegen meinem Live-Commentary, ich habe das aufgeladen gehabt einmal und dann wollte ich es halt freigeben, habe ich es freigeben und dann habe ich halt eine E-Mail gekriegt, dass ich einen Strike gekriegt habe, war ja angeblich no copyright, also dass ich ein Lied aufgetan habe, das was ich angeblich nicht aufgetan hätte dürfen, obwohl es bei einer in einem YouTube-Video gesagt hat, aber man kann halt keinen mehr trauen anscheinend. Auf jeden Fall werde ich das jetzt nicht mehr machen mit Lieder wahrscheinlich, weil ich glaube, ich habe jetzt schon meinen zweiten Strike. Und wenn ich einen dritten habe, dann wird mein Kanal gelöscht und das will ich auf jeden Fall nicht. Und ja, jetzt kommen wir gleich mal zum Thema. Das Thema ist, macht YouTube süchtig? Ich muss sagen, wenn man selber YouTuber ist, also ihr könnt auch davon süchtig werden, also von denen, die Zuschauer. Wenn ihr, ja, ihr könnt ja süchtig werden, wenn es jetzt da zum Beispiel jeden Tag eine schaut bei YouTube und so, keine Ahnung, 6 Stunden nur am Tag YouTube schaut, das ist dann schon ein Anzeichen, dass man eigentlich süchtig ist. Und ich tue eigentlich auch gerne YouTube schauen, weil Fernsehen gibt mir nichts mehr, weil jeden Tag die gleiche Scheiße läuft und das interessiert mich gar nicht mehr. Deswegen schaue ich auch YouTube, also ich schaue. Aber zwar nicht 6 Stunden, da war ich schon auch gern jedes Mal nach dem Essen so, hau mich ins Bett, Alter, mit einem Eis oder irgendwas und dann geben wir irgendein paar Videos, sei es Minecraft, sei es Eco-Shooter, sei es Comedy, alles so. Ja, ich mag mehrere Themen. Auf jeden Fall, wenn man YouTuber ist, das kann ich von mir sprechen, da wird man echt süchtig. Jetzt nicht im schlechten Sinne, jetzt kriege ich eine Nachricht von Düsi, okay. Auf jeden Fall, ja, man kann einfach, wenn man YouTuber ist, süchtig werden, wenn man jetzt da zum Beispiel schon mehr Abonnenten hat, also so sagen wir jetzt so 100 Abos und oder schon 50 Abos. Es ist wurscht, wie viele Abos man hat. Jedes Mal, wenn man ein Video auflädt, schaut man jede halbe Stunde, jede Stunde schaut man auf, hat man schon mehr Aufrufe, hat schon wer wieder was in die Kommentare geschrieben. Leute, ich freue mich jedes Mal, wenn irgendwer was in die Kommentare schreibt, weil das ist echt, echte Community. So kann man uns, ja, kann man uns verständigen sozusagen und ich finde es eigentlich richtig geil, wenn einer einen Kommentar schreibt, weil ich hätte wirklich gern von jedem von euch die Meinung und alles und das Feedback. Und ja, ich tue euch mit euch gerne interagieren und alles. Und wenn ich mehr Abos habe und mehr Leute mitmachen würden, hätte der iOS Gamer sagt machen, so wie der Düsi. Und ja, wenn das wirklich einmal so kommt, dann mache ich es mit euch. Weil, ja. Und was heißt nächstes? Es gibt da dann so manche, man ist voll demotiviert, dann, das ist bei mir so, ich bin voll demotiviert. Dann höre ich mal irgendein geiles Lied an, ich bin voll motiviert, will so 3 Videos hintereinander machen und vorproduzieren. Und ja, ich finde einfach nur, dass YouTube, es ist nichts Schlechtes jetzt. Ich kann das nicht beschreiben, das ist so schwer zu beschreiben. Wenn du jetzt von YouTube süchtig wirst, wenn es jetzt da immer schaust wegen die Kommentare und alles, es ist manchmal schon nervig, weil, ja. Weil es nicht immer aufschauen willst, aber du wirst wissen, ob es was Neues gibt und alles. Aber man kann auch nicht sagen, dass es jetzt da was Schlimmes ist. Und ja, ihr als Zuschauer, ich kann nicht mehr reden, Alter. Ihr könnt auch ja nur YouTube die ganze Zeit schauen. Aber ja, das war eigentlich das Thema dazu. Die, was YouTube machen, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie bei euch das so ist, ob ihr ja, jede paar halbe Stunde oder Stunde mal reinschaut, ob es ein nächstes Kommentar, ein Feedback oder wie viele Aufrufe ihr habt. Zum Beispiel bei Angry Birds Epic, da wo ich über 2000 Aufrufe habe, da schaue ich immer, wie viel pro Tag ich ungefähr krieg von den Aufrufen her. Und das ist, ich finde es echt geil, wie gehypt das Let's Play, gehypt, wie viele Aufrufe das Let's Play hat und wie das beliebt ist.
Und ja, auf jeden Fall, das war's jetzt von meinem Commentary. Es war kurz, aber lasst euer Feedback dort. Ciao, Leute.